Schluck auf eine Blödsinnbesserung. Bonn. Hier unten drunter wird durchaus gebündelt, da kommt die Entwässerung für das rein. Hier. Mhm. Und eventuell hier drüben die Schächte ziehen, dann ist hier auch ein bisschen. Ganz runter, weil die alle einfassen können hier. Wahnsinn. Es geht alles wieder hinter uns. Oh. Ja, aber laut. Hardware. Wo sie hier reingebüttelt haben, den Kraken gebüttelt haben, aber dort, wo jetzt die Wand endet, war ein riesengroßer gemauerter Lichtschacht. Oh. Den hatten die erst entdeckt. Ich habe ihn auf dem Foto noch. Ich kann da noch zeichnen. Das war ein Lichtschacht gewesen. Und zwar deswegen, weil er zu mir gesagt hat, er hat zwar den Bauplan gesehen, der Hardware. Da ist immer dienstags hier. Dann, der unterhält sich gerne mit mir, weil ich ihn auch immer frage, gerne, weißt du? Ja, ja. Das geht dann darüber, der Schacht steht nämlich auch schon, das geht das ganz darüber. Da drüben ist der Schacht schon drin, da drüben von der Abwasserleitung, die ist da drüben schon drin. Das ist bloß ein Zwischenschacht und der ist deswegen nicht höher, das hat mir auch der Hardware gesagt, der sagt, wir brauchen ja nicht höher, weil der Bahnsteig, der neu dazukommt, der hat bloß noch die Hälfte, der geht nicht bis hier rüber, der geht bloß hinter Mast lang, bis vor an die Brücke. Der neue Bahnsteig ist bloß die Hälfte. Ich vermute mal, dass sie dann den da drüber hier bauen, schätze ich mal, was sie irgendwo da drüben haben, dass sie das mit verwenden, vermute ich mal, weil der kommt ja eh wieder weg. Weißt du, da kommt wieder weg, der Bahnsteig da drüben. Ich denke mal, dass ich das Material mit hier damit verbauen. Das ist mein Denken. Ich weiß es nicht. Richtig gestunken hat das. Da ist ewig jahrelang das Wasserbus reingelaufen. Das haben die rausgeholt wieder. Da haben die mit Spielwagen hier gestanden und das Ding ausgesaugt. Das hat wieder gestunken. Voll deutlich. Aber was willst du machen? Ja, da werden sich dann die ganze Regenwasser alles hier. Dann ja, und den Außenbahnsteig, das kommt auch nicht mehr, wenn man mit was nicht fliegen würde, aber ich denke, man könnte gar nicht mehr machen. Haben sie auch eine Zweckgebote gegeben. Ja. Ich bin weggefahren, haben sie schon. Die sind schon ziemlich weit hinter den Putteln. Das putteln sie auch weg hier, die Ecke. Aber so ist es. Ach, kannst du nicht mitkommen, hier kommt keiner. Ja, das Festding haben sie mir vor der Nase gestellt. Und nachher noch die Masten hier. Dann gucken wir mal, die Masten, das ist für die Abstellung dieser. Und der hier. Die Hauptstraße ist ja da drüben. Ja. Ja. Die gehen ja noch viergleisig hier über der Brücke, hatte mir ja schon gesagt, der Hauptwehr. Viergleisig gehen die über der Brücke. Und davon ist die Reste, ist die Abstellung vertrieben dann. Ja. Ja. Da liegen ja noch, die müssen noch rein, wenn die Brücke gemacht wird, kommt der Mast ja dann auch noch mal. Und da kommt kurz dahinter die Brücke noch. Aber die muss ja auch schnell gemacht werden, die ist schon. Die liegen noch kurz, die vergeht so. Das soll ja die am Bahnhof stehen. Hinten, wie gesagt, dort bauen sie, kommt eine Mauer hinter, wo der Bagger steht, alles dort. Und weil die, die Abstellung geht bis ganz hinter, die geht soll bis ganz hinter gehen. Deswegen haben die dort alles Mauer unten rein gemacht und haben schon Beton drauf. Das muss alles. Die haben sogar gearbeitet lassen, die wurden eins, das war keiner da, aber die waren hier. Ich habe selber gestanden, wo ich mal kurz hier oben stand. Ja, und hier muss ich immer ein bisschen her, sonst siehst du ja nichts hier. Hier hast du erstmal das Ding und dann noch die ganzen Masten. Du siehst gar nicht mehr, was hochkommt, wenn du nicht hier stehst. Mal sehen, wie es mal später wird, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht, weil ich denke mal schon, die Trassenführung, die wird ja dann hier, deswegen stehen ja die Masten hier. Ja. Die Haupttrasse wird ja dann hier drüber gehen, hier am Stellwerk vorbei hier, wo jetzt der Untermast liegt hier. Die wird wohl hier lang gehen dann, die Trasse. Das wird wieder die Masten hier stehen. Und dann eine Abstellung, jetzt wird die noch in einen Abzweig liegen da hinten dann, das weiß ich einfach nicht. Das kann ich so nicht sagen. Aber naja, wir werden es ja sehen, wenn es soweit ist. Das kommt ja alles wieder weg, was hier steht.
Ja, und so sieht es aus. Jetzt auch mit Tüge gemacht. Also, da waren auch schon mit welche hochgeklettert, wie du siehst. Die haben auch schon alles voll gemalt. Da oben schon wieder. Soll ja mal irgendwann ein Museum werden. Aber die reden vor 24 passiert gar nichts, hat die Hand gesagt. Weil solange diese Baustelle ist, wird das Gelände hier unten noch nicht freigegeben. Ist das sind so im Prinzip noch Werk, hier Bahngelände. Aber naja, man muss sein. Ja, die Brücke, die noch scheiße, wie gesagt, und dann kennt ihr gerade nicht. Dann geht's auch richtig los. Ich muss aufpassen, da liegt viel Holz, das manchmal nachher drin. Ich habe auch schon einen Bein gehabt. Ja, das sind die zwei Masten, die noch hier liegen, die müssen auch noch gemacht werden. Ja. Ich denke immer, das wird auch, wenn die Brücke fertig ist, dann kommen die Masten. Halterungen. Das sind die Unterbeine von Masten noch. Die haben die Erde getroffen, und dann kommt der Kranz und hoch, Beton hoch, und dann kommt der Mast hoch. Wie das hier. Wie das hier. Ja. Hier sieht das halt auch aus. Mauer. Das kommt hier oben, dass die Hamster noch von hier stehen können. Das wird alles Mauer hier. Schon Wahnsinn, was wir machen hier. Wir haben bis gestern gearbeitet noch hier. Das ist doch nicht so gut. Das ist so weit gut, das ist ein absoluter Abfall. Wir sind wieder reingekommen. Die vorher erwähnte war auch schön gemauert gewesen, warum die unbedingt weg musste, gut gemacht haben. Ja, man weiß ja nicht, man weiß auch nicht, was sie vorhatten. Dass sie das so kräftig gebaut haben, alles so stabil. Und die haben ja auch weit eingebohrt. Die hatten eine Bohrkette, die sind etwa 6 oder 7 Meter lang. Ja. Und die haben die Treiber aneinander gesteckt. Die haben ihn eingetrickst, haben den nächsten genommen, haben den Kopf gesetzt und haben noch tiefer und noch tiefer und noch mal tiefer. Thank you.
Haltelung unsere Zugfahrt Enndorf. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Sie haben folgende Anschlüsse: RE1 nach Erfurt Hauptbahnhof über ERA Süd um 13.23 Uhr von Gleisen. Bus S5 nach Werder um 13.26 Uhr. Vielen Dank für Ihre Reise mit der S-Bahn in Mitteldeutschland. Auf Wiedersehen. Thank you.